Hallo ihr Lieben, hier bin ich wieder und heute werde ich euch die Weihnachtskalender zeigen, die ich gekauft habe. Ich weiß nicht, ob ihr den alle noch kennt, aber soweit ich weiß, kriegt man den nicht, glaube ich, im Real oder mehr zu kaufen, schon Jahre nicht mehr. Und mein Mann, der hat das eigentlich früher jedes Jahr gehabt. Ich weiß nicht, ob die, ich zeige euch den jetzt erstmal. Und in der Ratio habe ich den natürlich bekommen. Das weiß ich, ob ihr den alle noch kennt. Hier unten ist dann das Band dran. Ne? Wenn man dann so zieht, dann macht er die Beine und die Arme auseinander. Und mein Mann, der findet den so toll. Und ja, dann haben wir die ja Jahre nicht mehr gehabt, weil dann gab es sie ja nicht mehr. Und jetzt hole ich ihn, seit letztes Jahr hole ich die dann immer in Ratio. Und der hat 4,44 € nur gekostet. Ich habe mir dann einen von Lindt gekauft. So einen kleinen. Den möchte ich dann so auf meinen Kamin stellen. Aber da drehe ich natürlich auch noch ein Video, wenn ich geschmückt habe und so. Wenn alles fertig ist. Genau. Und alles, was man hier sieht, habe ich selber natürlich bezahlt. Und dann habe ich einmal noch den gekauft von Ferrero. Da sind 27 Türchen drin. Da ist dann Moncherie, Ferrero, Küsschen und so drin. Um mit etwas Glück hinter jedem Türchen tolle Preise zu gewinnen. Den fand ich auch ganz toll. Und wenn man den dann auseinander macht, sieht das dann so aus. Ja, den habe ich dann auch noch mal für meinen Mann mitgenommen. Dann habe ich für Jamie eingekauft. Fand ich auch ganz schön. Ist zwar ab 6 Jahre, aber das ist so von meiner Kindheit. So wie man es kennt mit dem Kalender. Da sind so Bücher drinne. So kleine. Na, das Licht, das ist blöd. So, da so kleine. Ich glaube, da sind auch Rätselbücher. Dann sind das an Süßigkeiten drin. Nikolaus. Und das ist dann auch ein Buch. Der sieht dann so aus, wenn man den hinstellt. Und den fand ich ganz schön. Und deswegen, natürlich hole ich auch noch irgendwie noch einen anderen. Nur ich habe den jetzt mitgenommen, weil der gefiel mir so. Und mein anderer Enkel kann aber mit da noch nichts anfangen, weil der ist ja erstmal 5 Monate, der wird 6 Monate im Dezember, aber trotzdem zu klein. So, deswegen kriegt er dann, da muss ich natürlich auch noch gucken. Ich hatte bei DM einen gesehen für Baby. Da ist dann so Duschgel und alles so drinne. Genau, und da muss ich dann nochmal los. Und ich habe jetzt auch nicht mehr viel Zeit. Die Zeit, die rennt. Weil ich kann nur immer montags irgendwie Sachen besorgen. Weil dann habe ich ja frei. So, das war es dann auch erstmal wieder von mir. Mach's gut, bleibt mal alle gesund, schlaf gut oder gut, je nachdem, wie ihr das Video oder wann ihr das Video anschaut. Aber jetzt tue ich mich wieder verabschieden. Tschüss, bleibt mir schön alle gesund.